Karl Wilhelm Otto Lilienthal steht für den verwirklichten Traum vom Fliegen. Der gebürtige Anklamer ist der deutsche Luftfahrtpionier schlechthin. Schon früh beschäftigte sich Lilienthal mit der Fliegerei, entwickelte beispielsweise ein Rotationsapparat für systematische Messungen zum Auftrieb. Mit den ersten Gleitflügen weltweit schrieb er 1891 Luftfahrtgeschichte. Viele Flugschüler auf der ganzen Welt eifern noch heute seinem beispielhaften Pioniergeist nach. Im Otto-Lilienthal-Museum in Anklam können Sie den beeindruckenden Weg des Erfinders nacherleben. Viele Flugapparate Lilienthals sind als Exponate vorhanden, vom Flügelschlaggerät bis zum Hängegleiter. Das Museum erhielt für seine innovative Ausstellung bereits 1999 den European Museum of the Year Award. Neben der ständigen Ausstellung in der wunderschönen Nikolaikirche lohnt auch ein Blick in den Museumspark Aeronauticon. Hier steht Schauen, Spielen und Lernen im Mittelpunkt und das mit allem, was fliegt, vom Samen bis zum Hightech-Flugzeug. Künstliche Intelligenz. Unter diesem spannenden Motto lädt das Fantechnikum in Wismar kleine und natürlich auch große Besucher ein, das Ferienprogramm zu erleben. Vom 5. bis 17. Februar stehen zahlreiche Attraktionen auf dem Plan. Darunter Schnupperworkshop, Laborexperimente, Kreativwerkstatt, virtuelles Schweißtraining und vor allem die Führung Künstliche Intelligenz am 7. und 14. Februar. Wer also einmal in die Zukunft blicken möchte, kommt am Fantechnikum sicherlich auf seine Kosten. Im Jahr 1866 wurde in der noch kleinen Ackerbürgerstadt Waren an der Müritz das von Malzahnsche Naturhistorische Museum für Mecklenburg gegründet. Es war das erste dieser Art im Land überhaupt. Heute ist das Müritzeum ein Naturerlebniszentrum mit einer Strahlkraft, die weit über die Stadtgrenzen hinausreicht. Aus dem kleinen Naturhistorischen Museum entwickelte sich über 147 Jahre ein Haus der Superlative. Seit 2007 lockt es mit seiner imposanten Architektur, Deutschlands größtem Aquarium für heimische Süßwasserfische sowie Wald-, Moor- und Wasserwelten kleine und große Naturforscher. Egal ob sie abtauchen, durch geheimnisvolle Wälderstreifen, vielfältige Wiesenwelten erkunden oder eine der vielen Sonderausstellungen besuchen möchten, das Haus der 1000 Seen ist bei jedem Wetter einen Ausflug wert.